Herr Minister Woidke, Sie sind hier an der Elbe. Sie haben gerade noch mal den Pegelstand abgelesen. Können Sie uns den aktuellen Stand sagen? Also wir sind jetzt hier bei ca. 9,84 Meter. Das sind 15 cm unter dem Höchstpegel von 2002. Was allerdings nicht viel sagen muss. Das bedeutet längst nicht, dass wir hier Entwarnung hätten oder dass wir rückgehende Wasserspiegel hätten. Wir haben ungefähr seit heute Morgen einen stabilen Wasserspiegel von dieser Höhe, ca. etwas über 9,80 Meter. Das Problem ist nicht so sehr die Wasserhöhe, sondern dass wir hier wirklich ein Plateau statt einem Scheitel haben und diese Höhe an Wasser ungefähr uns wahrscheinlich über 4 bis 5 Tage in der Art und Weise erhalten bleibt. Und das heißt, dass wir weiterhin allerhöchste Konzentration brauchen, dass wir ein bisschen Glück brauchen, weil damit natürlich ein Riesendruck auf die Deiche ausgeübt wird. Und das ist auch der wesentliche Unterschied zum Jahre 2002. Da war der Scheitel deutlich kürzer. Und ich hoffe natürlich, dass wir diese Herausforderung hier bewältigen. Heißt das, dass die Anwohner, die derzeit evakuiert werden, die Stadt verlassen, die nächsten 4, 5 Tage damit rechnen müssen, nicht nach Hause? Im Extremfall wird es so sein müssen. Wir werden, sobald natürlich die Lage sich entspannt, können die Bewohner in ihre Häuser zurückkehren. Aber momentan ist es durchaus angebracht, aufgrund der Situation, die nicht abschätzbar ist, schon in den nächsten Stunden nicht abschätzbar ist. Es kann sich jederzeit hier eine Situation entwickeln, die hochdramatisch ist. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es gut ist, ganz in Ruhe hier diesen Ort zu evakuieren. Und dann natürlich auch die Sicherheitskräfte auf das konzentrieren zu lassen, was sie am besten können. Das ist nämlich hier die Deichverteidigung zu organisieren. Nicht, dass man am Ende in eine dramatische Situation kommt, vielleicht noch mitten in der Nacht und dann nebenher noch die Leute irgendwie aus der Ortschaft bringen muss. Dankeschön.